Willkommen zurück zum Bus-Simulator 16, heute mit der zweiten Folge um 15 Uhr, hoffentlich pünktlich, am Dienstag. Ja. Jo, okay. Letzte Folge war mir sehr erfolgreich, muss ich mal ehrlich sagen. Ich hoffe, ich habe das Gefühl, es wird ein guter Tag. Also, der Tag ist schon gut angefangen und wir fahren jetzt die St. Martinstraße Süd. Die ist länger. Da bin ich, ja, mal gespannt, ob sich das lohnen wird. Wir fahren jetzt erstmal, so. Wollen wir mal wieder? Nee, wir fahren mal wieder mit dem normalen Bus. Wollen wir die mal andersrum? Ja, wir fahren die mal andersrum. So, nee, umgekehrte Strecke und Schnellstart, so. Ah, ja. So, oh, Baustellen, okay, das kennen wir schon. Okay. Wollen wir mal hoffen, dass alles gut läuft. Aber abwarten. Abwarten und Tee trinken. So. Ah, Dankeschön. Dankeschön. So, Geschwindigkeitsbegrenzer schalte ich mal wieder ein. Oh, müssen wir das schon anhalten? Moment. Müssen wir da schon anhalten? Vermutlich nicht jetzt, ne? Hoffe ich nicht. Wie jetzt? Nächster Halt, Neue Straße West. Alles klar? Würde ich sagen. Okay. Naja. Also, in der Karte wurde es irgendwie nicht angezeigt. Wahrscheinlich, weil ich da genau drauf stand. Aber, okay. Finde ich jetzt noch nicht so gravierend. Neue Straße. Bitte einsteigen. West. Oh, hallo. Eine Fahrkarte, so, bitte. Einmal normal drucken. 50, 20. So. Danke, 10. Mein Lieber. Eine normale Fahrkarte. Einmal normal. Vielen Dank. So. Also da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatten wir schon mal bestimmt, dass wir an der Bushaltestelle übersprungen haben. Aber was wir dafür, also bekommen wir dafür Abzug oder, ja, was passiert dann? Ich meine, so, ja, sehr schön. Oh, so. So. Genau. Da ist unser Busdepot. Müssen wir mal wieder Kaffee trinken gehen, würde ich sagen. Haben wir jetzt schon länger nicht gemacht. So, habe ich jetzt den Geschwindigkeitsbegrenzer aktiviert? Dann werden wir gleich mal sehen. Ach, schon wieder. Warte. So. Südtiroler Straße. So. Geben Sie mir bitte eine Wochenendfahrkarte für Senioren. Jo. So. 4 Euro. Danke, mein Lieber. Na, war es zu schnell? Okay, jetzt vermutlich, ach, wir haben grün, sehr schön, rechts abbiegen. Nächster Halt, Schillerstraße. Okay, auch schön, also Mülleimer finden wir, hier ist 30, okay, wir haben Geschwindigkeitsbegrenzer drin.
Genau, das wollte ich sagen. Mülleimer findet man hier auch. Also, darauf wurde geachtet. Magst du das T-Shirt? Ja, es sieht toll aus. Wo hast du es gekauft? Es gibt einen sehr netten Laden im Wohnbezirk. Oh, ich muss ihn mir ansehen. Ja, wie heißt er denn? Schillerstraße. So. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Zweimal normal, okay. So. 20, 40, 60. Danke. Einen schönen Tag. Okay. So, letztes Mal haben wir es, glaube ich, mit 7, ungefähr, nee, 3000 oder 7000, oh Gott. 3000 oder 7000, was haben wir gut gemacht letztes Mal? Nächster Halt, St. Martinstraße, West. Ich glaube, es waren 7000, oder? Ja, irgendwas mit 7000 meine ich. Bin ich mal gespannt, was wir hierfür bekommen. So, wir halten mal hier so ein bisschen vor der Ampel, dass wir nicht in meine Außenperspektive gehen müssen. So, jetzt ist das Problem natürlich. Das ist das eins. Ja, komm, wollen Sie rüber? Okay. So, Blinker. St. Martinstraße, West. Ich brauche nur eine Fahrkarte. Okay. Vielen Dank. Bitte schön und einen schönen Tag noch. So, länger nichts mehr geklemmt an den Türen. Oder die Türen haben nicht mehr geklemmt. Krankenwagen wieder unterwegs. Nächster Halt, Stiftgasse. So. Ach, haben wir gerade eine Baustelle oder was? Stau oder irgendwas? War Stau, oder? Ja. So, hier ist nichts. Ah, da steht's, Verkehrsstau. Ah, nee, der kommt noch. Wie das so aussieht. Na, was ist los? Ich gehe zum Spieleladen. Kannst du mir was empfehlen? Bus-Simulator 2016. Gut, ich probiere es aus. So, hier ist wieder nur 30, ja. Cool, also das mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer gefällt mir. Natürlich muss man immer noch weiter Gas geben, aber ja, hat was. So, jetzt haben wir rot natürlich. So. Es wird auch gar nicht mehr so viel gequatscht im Bus, so, ne? Früher kam mir das mehr vor, aber ist ja sozusagen nur ein paar Tage alt, das Spiel, aber man kann sich auch schon dran gewöhnt haben. So. Stiftgasse. Alle aussteigen, ja. Die nächsten rein. Da kommen noch welche. Möchtet ihr noch? Nee, okay. So. Ah, hier wieder unser Busdepot. Nächster Halt, St. Martinstraße, Süd. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Links müssen wir. So.
Oh, ein bisschen mal nach rechts noch. So. Sankt-Martin-Straße, Süd. Wunderbar. Oh, oh. Entschuldigung. Perfekt. Ja, sehr schön. Ach genau, das wollte ich nochmal schauen. Alles in Ordnung vorne? Ja, sehr schön. Sehr schön. Okay, unser Nummer. Ja, ist auch noch drin. Super. Super. Ach genau. So. 1340 Euro pro Monat, okay. Ne, Ausgaben. Okay, das ist eigentlich ganz in Ordnung, würde ich mal so sagen. Es ist ganz in Ordnung. So, jetzt schaue ich mal nach. Ja, natürlich ist die dann wieder... Ja, das ist halt jetzt ein bisschen crazy. Ich will mal, was kriegen wir? Okay. So, Christoph. Der macht seine Arbeit gut, würde ich sagen. Die Frage ist, wenn wir den jetzt woanders auf einer anderen Linie einstellen... Ah, Moment. Ja. Hier müssen wir beispielsweise nochmal, also jetzt ist die nächste Strecke, weil unser Ansehen ist natürlich da nicht so toll. Hier auch. Oh, oh. Ja, überall. Alles nicht so dolle, deswegen. Ja. Da lohnt sich, glaube ich, noch eine Tour. Wie lang ist die denn? Das ist doch, ja. Drei. Oh, die zieht sie natürlich. Aber. Ja, komm. Umgekehrte Strecke. Ja, komm. Ihr wollt es doch auch. Es läuft doch gerade so gut. So. So. So, das wird natürlich jetzt komplizierter, aber ich hoffe, wir sind qualifiziert genug dafür. Eine normale Fahrkarte, bitte. Okay. Vielen Dank. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Danke. Einen schönen Tag. So. Bist du sicher, das ist der richtige Bus? Ja. Ja, die Karten-App auf meinem Telefon meint, mit dem Bus haben wir die kürzeste Strecke. Nächster Halt, Konzerthalle. Was müssen wir jetzt dafür zahlen? Wären wir es mal nicht gefahren. Wären wir mal nicht gefahren. Weil die Unfälle, die hauen wirklich ein. Hallo, möchtest du wegfahren nochmal? So. Ja. Habe ich nicht, wirklich, habe ich jetzt nicht gesehen. Nächster Halt. Boah. Ich habe das Gefühl, mal die wollen mitten auf der Straße laufen. Die Fußgänger. Ah, jetzt haben wir wieder unser Ansehen wahrscheinlich. So. Wie würdest du mich einschätzen, wenn ich in der Vorstadt wohnen würde? Ich würde dich bestimmt noch mögen, aber ich würde kaum bei dir übernachten. Schon gut, vergiss es. Jetzt wieder rechts. Okay, danke. Okay. Ah, ich glaube, hier hat es schon öfters gerumstert, ne? An dieser Ecke. Zumindest, ich glaube, einmal da haben wir doch hier so einen Fußgänger ein bisschen überfahren. Irgendwas war da. Toller Service. Graben. Ui. Ui. Oh nein. Nein, nein, nein. Meine Geldbörse. Habe ich sie verloren? Oh,
da ist sie ja. Wie dumm von mir. Puh. Kommt im Hinter... Ah, okay, ist abgebogen. Nächster Halt, Fischerweg. Ah, Moment. Wir müssen mal eben... den Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren. So. Fahren aber doch ein wenig schneller als 50, ne? Oder? So. Jetzt rechts. Das dauert immer eben auch ein wenig. Oder ein wenig. Und Vollgas. So. Na, ob wir da perfekt stehen, ist die Frage. Vermutlich nicht. Perfekte Halteposition, okay. So, wieder im Spiegel gucken, kommt da was? Eine normale Fahrkarte, bitte. Ja, kriegen wir hin. Habe ich... Nee, passt. Vielen Dank. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Okay, das sind... Müsste passen. Danke, mein Lieber. Hoffentlich. Ah. Okay, was blockiert? Ach. Oh ja, kein Problem. Mensch. So. Jetzt kann es aber weitergehen. Nächster Halt, Neue Straße, Ost. Und noch nicht der letzte Halt. Das dauert noch. So, jetzt müssen wir rechts abbiegen, natürlich. Ah. So. Ah, die Frage ist jetzt, kommt da noch was? Man weiß nie so hier bei den Passanten. So. Jetzt bin ich gespannt. Neue Straße. Perfekte Halteposition. Oh, das interessiert mich jetzt aber wirklich mal. Oh, tatsächlich. Das ist nicht schlecht. Okay, kommt da was? Ah, wir haben keinen Blinker, deswegen hält der KI-Verkehr nicht an. Ah, er lässt uns wieder rein. Oh, jetzt müssen wir... Links, okay. Nächster Halt, Baccarastraße. Dies ist der letzte Halt. Na, da kommt noch was. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ach, furchtbar. Wir waren Kaffee trinken und alles lief gut. Dann fängt sie auf einmal an, über meine Aura zu reden und wie die Energie der Welt mühelos um mich herumfließt und so ein Blödsinn. Aber natürlich, ja. Was ist heutzutage nur mit den Leuten los? Können Sie nicht einfach den ganzen Tag Fernsehserien anglotzen und Pizza essen, wie normale Leute? Jetzt bin ich gespannt. Was wir dafür bekommen wohl? Weil wir haben ja am Anfang so ein Auto, halt, einen Autounfall verursacht. Na, möchte nur noch fertig werden, Kollege. Aber das müsste, mit Minus, also wenn wir da mit Minus rauskommen, dann okay. Dann wäre das krass. Wir steigern aus. Oh, Entschuldigung. Hat niemand was, okay, niemand was verloren. Gelenk ist auch noch alle. Sehr schön. Gut.
Gut. Machen wir Enter. Sehr schön. Ja, das passt doch. Oh, 5039. Abzüge. Unfälle 525 €. Ja, okay. Das geht ja noch. Naja, gut, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ah, ich will mal kurz hier. Okay, haben wir gutes Ansehen. Also, da noch nicht, aber. Nächstes ist dann halt Kongress, ne? Kongress-Fernsehturm. Da freue ich mich schon drauf. Wirklich. Und das Geld fließt jetzt rein. Also, heute erfolgreicher Tag auf jeden Fall. Ja, mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, oder? Weiß ich nicht. Okay, bye bye. Ciao.